Seit 40 Jahren sorgt Jon Bon Jovi für volle Stadien. Ja, und auch gestern war das Wiener Ernst-Happel-Stadion ausverkauft. Vor der Bühne 55.000 Menschen, hinter der Bühne ebenfalls eine Riesen-Entourage. Gitarren, Stimmer und Ausstatter sorgen für den perfekten Auftritt. Vor allem Bon Jovis geliebte Lederjacke und ihre Pflege spielen da eine Riesenrolle. Bon Jovi! Rock'n'Roll! Wir werden das heute richtig feiern da drinnen. Aber jetzt schauen wir uns ihn einmal an, ob er nur so knackig ist, wie er war. Tja, ob er wirklich so knackig ist, das zeigt sich bald. Es ist später Nachmittag. Wir dürfen mit John Cassis vom Management eine Runde drehen. Dass wir später Backstage noch eine Überraschung erleben, ahnen wir noch nicht. Wir haben 13 Trucks. Es ist eine große Produktion. Hunderte Personen sind involviert. Wir haben ganze 73 Leute, die mit uns zu jeder Show reisen und ein Team, das schon immer im Vorhinein da ist und die Bühne aufstellt, bevor wir überhaupt noch in der Stadt sind. Wir arbeiten also meistens mit zwei Bühnen. Die zweite Bühne steht übrigens schon in Klagenfurt fürs nächste Konzert. Wir dringen nun hinter die Kulissen vor. Da, wo ich jetzt gehe, genau das ist auch der Weg, den Jon Bon Jovi dann nachher auf die Bühne geht. Darauf! Auf der Bühne treffen wir den Mann, der die Gitarren von Lead-Gitarrist Phil Xenidis betreut. Wir haben verschiedene Gitarren für Phil mit, normalerweise so 22 bis 24, aber wir nutzen nicht immer alle. Für ein Set nehmen wir meistens 7 verschiedene Gitarren. Gitarren, soweit das Auge reicht, aber Jon Bon Jovi ist nicht zu sehen. Kein Wunder, der kamerascheue Rocker kommt immer erst kurz vor der Show. Die Setliste fixiert er sogar erst eine halbe Stunde davor. Das bedeutet aber nicht, dass der 57-Jährige kein Perfektionist ist. Jedes Mal, wenn ich mich fertig für die Tour mache, denke ich immer an die, die vor uns gespielt haben und wie großartig sie waren. Und ich versuche, so gut zu sein wie sie und so gut zu sein, wie meine Fans es gewohnt sind. Und damit wirklich alles bei der Show perfekt ist, hat Jon Bon Jovi auch eine eigene Stylistin bei sich. Hier drinnen befinden sich die Garderoben, da dürfen wir gleich reinschauen. Mir ist schon gesagt worden, die Verantwortliche eben für Jon Bon Jovis Garderobe, die hat immer 2 Trockner mit sich mit bei jeder Tour und eine Waschmaschine, damit auch das Bühnenoutfit immer sauber wird. Bei den Garderoben gesellt sich plötzlich Gitarrist John Shanks zur Stylistin und erzählt uns über Jon Bon Jovis Jacke. Diese Jacke lebt. Jeder Stich wurde von einem Fan gemacht. Da sind überall Haare von den Fans. Aufwendig verarbeitet zu einem Geflecht an Fäden. Und ganz ehrlich, diese Jacke darf nicht angegriffen werden. Schaut sie nicht einmal an. Ob das wirklich wahr ist, soll uns die Stylistin lieber selbst sagen. Das Mädchen, das mir geholfen hat, diese Jacke zu nähen, ihr Vater war gerade dabei, einen 1965er Ford Mustang umzubauen. Da habe ich gesagt, gib mir das Leder und wir machen das Herz von diesem Mustang. Und wenn Jon Bon Jovi auf der Bühne diese Jacke trägt, dann sieht das so aus. Den Fans gefällt's, auch wenn Jon Bon Jovis Stimme manchmal auslässt. Immerhin zählt die gesamte Bühnenshow. Wir haben Spaß dabei. Und er ist noch immer der geilste Pop-Arsch auf der ganzen Welt, finde ich. Verdammt! Aber ein bisschen alt ist er schon geworden. Mit den Hütten möchte ich auch noch so viel Power haben wie er. Das ist ja wirklich ein Traum, wirklich geil.